In diesem Video stellen wir euch das Maschinenhaus vor. Platziert es zunächst auf eurer Farm und stellt es fertig. Danach habt ihr die Möglichkeit, es dreimal hochzuleveln, entweder mit dem Einsatz von Farmgeld oder indem ihr die benötigten Ressourcen sammelt. Ihr habt damit die Möglichkeit, bis zu 20 Maschinen dort einzulagern. Wenn ihr das gemacht habt, klickt ihr einfach unten im Maschinenhaus auf Maschine zufügen, wählt die Maschinen auf eurer Farm aus, die ihr einlagern wollt, und fertig. Danach könnt ihr ins Maschinenhaus gehen und die Maschinen befüllen. Wenn ihr die Maschinen wieder aus dem Maschinenhaus rausholen wollt, klickt ihr auf das kleine Symbol oberhalb der Maschine und ihr könnt die Maschine wieder auf der Farm platzieren. Wenn ihr die Maschine befüllen wollt, müsst ihr darauf achten, dass ihr die benötigten Ressourcen habt. Ihr habt unten immer eine Übersicht über die Ressourcen, die ihr zur Verfügung habt und über die Ressourcen, die ihr benötigt. Wichtig dabei zu beachten ist, dass die benötigten Ressourcen nur angezeigt werden, wenn ihr mindestens ein paar der geforderten Ressourcen vorrätig habt. Hier oben an dem Regler könnt ihr dann einstellen, wie viele Produkte ihr produzieren wollt. Machen wir mal 3 und starten die Produktion. Wenn ihr nicht warten wollt, bis die Produktion beendet ist, könnt ihr mit Einsatz von Farmgeld die Zeit überspringen, klickt auf Sammeln und die Ressourcen wandern in eure Scheune. Neben den benötigten Ressourcen benötigt ihr auch Zeitpunkte. Die Übersicht über eure verfügbaren Zeitpunkte könnt ihr oben links im Maschinenhaus sehen. Klickt auf das Kreuz und ihr seht, was ihr für Zeitpunkte habt, könnt aber auch zum Beispiel welche kaufen oder mit ihnen handeln. Diese Zeitpunkte sind auf jeden Fall erforderlich, wenn ihr die Maschinen im Maschinenhaus benutzen wollt. Viel Spaß beim Produzieren!